So, herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen Let's Play. Irgendwie finde ich das Bild nicht angenehm. Ich mach mal kurz hier. Das ist viel besser. So, let's go, 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 let's go. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal aufhören zu reden, während ich mein Passwort eingebe. Das verwirrt nur. So ungefähr. So. Da haben wir. Ich höre Wasser. Schon wieder. Oh, die schönen Wetterkloppen hier. Oh, Kupfer. Das ist aber lieb. Brauchen wir bloß noch Zinn. Wisst ihr gerade, wie sehr ich jetzt hier einfach mit meinem Hack-Client draufgehen würde und einfach mal X-Ray aktivieren würde, gucken, was hier so für Rohstoffe drin sind. Aber nein, das ist ein normaler Server, auf dem Hacken und Hack-Clients nicht erlaubt ist. Und das schließt mich als Admin nicht aus. Also irgendwie schon, weil ich kein Gift-Me und sowas benutzen. Ja, aber das heißt nicht, dass wir das hier machen müssen. Und wir haben noch 12 Leiter, plus die, die wir noch bauen können. Wir gehen erstmal noch 12 Stufen runter. Und dann bauen wir erstmal wieder Richtung Wasser. Gucken, ob das vielleicht schon reicht. Aber ich weiß mittlerweile nicht, wie tief wir jetzt... Da oben ist der andere Eingang. Da, wo ich gerade hinzeige, ist der andere Eingang. Könnte von der Höhe also sogar schon fast reichen. So, das sind die letzten Leitern. Sehr schön. Dann geht es einfach gerade durch. Das Spannendste ever. Mal ein bisschen die Fackeln ein bisschen weiter auseinanderstellen, damit wir hier nicht so einen extrem hohen Fackelverbrauch haben. Ist ja schon deprimierend, dass meine Spitzhacke kaputt ist, ist auch deprimierend, aber hey. Man hat sich dran gewöhnt. So, haben wir übrigens. Upsala. Fackel abgeflankt. Haben wir übrigens ein bisschen Kohle? Nee, ne? Nee. Ich meine, mittlerweile haben wir ja ordentlich Kohle gefunden. Gerade mal 30? Ich dachte, wir haben mehr. Okay. Ja, man merkt vielleicht, ich habe in letzter Zeit wieder sehr viel Mindclone gespielt. Da bin ich, was die Ressourcen angeht, natürlich völlig verwöhnt. Es ist natürlich... da hat sich bei meinem Test ja einiges geändert, was die Ressourcen Vielfalt angeht. Oder ja, nicht die Vielfalt, sondern wie üppig es vorhanden ist. Kupfer. Ein Block nur? Ernsthaft? Leck mich doch. Ey, Rondo ist Kupfer übersehen, leck mich. Auch wieder nur ein Block, was ist hier? Ach hier. Wir brauchen übrigens auch noch Zinn, ne? Kupfer alleine bringt uns ja gar nichts. Aber ich bin froh, dass wir hier so viel Kupfer finden, weil meistens findet man ja mehr Zinn als Kupfer. Und dabei braucht man mehr Kupfer als Zinn. Von daher bin ich gar nicht mal so abgeneigt, dass wir jetzt hier so viel Kupfer finden.
den haben wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen bei uns rumliegen. Mal gucken. Wobei, nee, die haben gar nichts außer. Wir haben nur Eisen rumliegen, ne? Bei uns. Keine Ahnung. Wer weiß denn. Wenn wir wieder daheim sind. Ich glaube, wir müssen noch die Fackeln von dem oberen Gang abbauen. Irgendwie haben wir nur noch 5 Fackeln. Meine Sparsamkeit funktioniert zwar, aber nicht ausreichend. Immer gucken, ob man drauf laufen kann. Nicht, dass man da auf einmal irgendwie einbricht. Was? Ich hab dich die Fähigkeit, ich hab das Fackel gar nicht berührt. Was ist los mit dir? Komm mal klar auf dein Leben, Bitch! Und die nächste Axt kaputt. Spitzhack. Haben wir noch 3 Fackeln. Eieiei. Guck mal, wie weit die Leiter schon weg ist. Holy shit, ey. Ah ja. Müssten wir eigentlich bald hier Wassergrund erreichen, oder? Ich hab doch noch eine Schippe da. Halt zurück, ich will zurücklegen. Ich will zurücklegen. Nein. Du Arsch. Ich hasse dich. So und so und so und so und so und so und. Platziere. Was? Wir haben keine Fackel mehr. Upsili. Okay. Dann, boah, wie weit die Leiter weg ist. Holy shit. Das ist aber heftig. Ja, die Sprint-Mod, die gibt es auf meinem Server mittlerweile auch nicht mehr. Die ganzen guten Mods, ey. Ich hasse mein Internet. Naja, sobald Glasfaser irgendwann mal da ist, so in 30 Jahren ungefähr, kann ich dann auch wieder die ganzen schönen Mods aktivieren. Weil installiert sind sie ja, sie sind halt nur deaktiviert. Und gerade so die Sprint-Mod und die Hunger-Mod, die funktionieren. Ach, guck mal, hier ist doch. Hier ist Sinn. Warum war das nicht gesehen? Also hier ist auch Kohle. Warum sehen wir denn sowas nicht? Gott, Alter. Was genau? Ich habe die alle deaktiviert, weil die ja unter der schlechten Internetverbindung so extrem laggen. Und ja. Also die Hunger-Mod, ne, da war das Problem, dass die den Hunger anzeigt von einer längst vergangenen Zeit. Ich würde mal sagen, Schnauze da unten. Ja, auch dementsprechend nicht funktioniert hat, nicht wirklich. Und die Sprint-Mod, da war das Gleiche. Wenn du da gesagt hast, du möchtest sprinten, dann hast du nicht gesprintet, aber eine Viertelstunde später auf einmal hast du gesprintet. Was nicht genau das ist, was sein sollte. Von daher, ja. Traurig, aber ist so. Wir sehen nichts mehr. Boah, Alter, ist schon so ein geiles Feeling, ne? So mit einer Fackel durch den Tunnel zu laufen. Wir gehen ins Dunkle, ins Unerforschte. Oh, guck mal, da oben ist Kohle. Wir sehen nichts mehr. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Das ist noch mehr Kohle.
Da ist noch mehr Kohle. Blind zu graben macht schon viel Fun, ne? Da ist noch mehr Kohle. Okay, reicht jetzt aber auch. that was funny. Gut, hier habe ich keinen Sinn übersehen. Okay, sehr gut. So, mache ich diesen Tunnel, die haben wir gleich wieder zu hier. Eigentlich wollte ich hier vorne hinbauen, aber hey, wen interessiert's? Let's go! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Jo, ich habe Kohle übersehen. Wow, ich habe bei OBS 60 Bilder pro Sekunde. Was geht denn jetzt ab? Respekt, Respekt. Das ist nicht schlecht. Da könnte man ja fast denken, OBS funktioniert mal. Oh, und noch 59 Bilder pro Sekunde. Das ist traurig. 59,02 Bilder pro Sekunde. Also da bin ich echt Besseres gewohnt. Warum habe ich jetzt 60 Bilder pro Sekunde? I have fucking no idea whatsoever. Ah ja, was soll's. Hoffentlich reichen die 6 Fackeln. Wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir mittlerweile viel zu tief sind und wir unter dem Wasser durchgraben. Das wäre natürlich ein bisschen Katastrophe. Wir können ja auch ab und zu einfach mal ein bisschen nach oben buddeln und gucken, ob wir irgendwo rauskommen, wo wir rauskommen wollen. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wir buddeln hier einfach mal ganz kurz nach oben, wobei wir kommen gar nicht nach oben. Wir pushen erstmal Leitern. Scheiß die Wandern. Wie viel Holz haben wir noch? Wir haben noch ganz viel Holz. Okay, komm, machen wir einfach mal anders. Wir machen es einfach mal so hier. Du kommst nach da. Wir machen es hier mal ein bisschen provisorisch, ne? Hier eine Fackel hin. So. Voll intelligent. Digga, müsst ihr hier nicht schon längst Wasser kommen? Okay, jetzt bin ich gerade wirklich ein bisschen. Ich glaube, wir haben das Wasser völlig untergraben. Kann das sein? Okay. Wo zur Hölle kommen wir jetzt hier raus? Wir sind definitiv tief schon am Wasser vorbei. Das kannst du mir nicht erzählen. Scheiße. Fuck. Was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. Ich habe. Absolutely no idea. Kacke. Was? Ich weiß auch, okay, die hat Zeit, mich jetzt hier hochzugraben. Ist doch auch dämlich, oder nicht? Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Das ist noch mehr eine Katastrophe. Okay. Ah! Der liebliche Wasser. Ja, okay, wir sind fast dran vorbei.
Hallo, muss er doch. So. So. Jetzt brauchen wir hier eine Fackel. Okay, das heißt, wir sind ein bisschen dran vorbei und wir sind tatsächlich viel zu tief gebuddelt. Oder, wir sind viel zu tief gebuddelt, klar. Wir haben viel zu tief gebuddelt. Das ist ja schön. Das ist ja geil. Naja. Das ist ja typisch, das ist ja typisch. Na komm. Ah, sehr schön. So von die Optik her war es ungefähr hier so. Jetzt müssen wir das ja hier schon wieder hochbaggern. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Ich hab's überhaupt keinen Bock. Jetzt nehmen wir aber Leitern. Das mit denen ich spiele, mit den Steinen ist ja bekloppt. Das ist ja gaga. So, würde ich mal sagen, wir nehmen mal dich hier weg. Warum ist jetzt aber mal so dunkel hier? Ist ja schlimm hier. So. Ein wenig Licht. Oh, guck mal, Kupfer. Leiter, wir brauchen Leitern. Das da zum Beispiel. Das war gerade dumm. So, 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 so und so. Und 50 reichen wahrscheinlich erstmal. Locker, hoffe ich. Das Problem ist jetzt, wo wir Leitern hier bauen, können wir keine Fackel mehr ansetzen. Wobei eigentlich schon. Wir brauchen nur irgendwo immer noch ein Baggern, so ein bisschen so. Und dann können wir da die Fackel reinsetzen. Letztendlich brauchen wir aber gar keine Fackel eigentlich. Wir brauchen einfach immer nur noch umbaggern. Ich mache mal doch ab und zu eine Fackel hin. Macht sich besser. Ohne Fackel ist es echt ganz schön dunkel. So. Ach, kommt denn diese verkackte Oberfläche? Och man, oh. Was? Oh, da kommt ja schon Wasser. Hupsili. Meine Fackel! Gib mir meine Fackel zurück! Ich will meine Fackel haben. Nein, sind alle Fackeln runtergefallen. Scheiß die Wand an. Warum ist da unten so dunkel? Willst du hier unten nicht Licht sein? Hä? Was ist jetzt hier passiert? Ach, weil dir die Erde runtergefallen ist. Oh. Ich krieg eine Krise. Der hat uns die ersten Fackeln, die ersten Leitern geklaut. Was nun, Hurensohn? Geht so nicht korrekt, mein Freund. Aber da oben sieht schon wieder Licht. Wasser. So, dann machen wir hier ein Loch rein. So. Ich finde es halt auch voll witzig, dass die Leitern immer dieses Wasser aufhalten können. Ne? Vor allem, guck mal, vor allem Fackeln werden abgeworfen, aber Leitern nicht. Das macht irgendwie auch, ist irgendwie nicht so ganz konsistent. Tent, from die Logik her. Wir bauen mal hier alles weg. Ja, das war ja voll intelligent, Ronny. Echt, du hast eine Intelligenzspanne von over 9000. Guckt ihr euch an! Oh mein Gott, wir sind reich! Dafür lohnt es sich auch zu sterben. Wir werden sterben, by the way. Oh, schnell. 3, 2, 1! Schaffen wir in ihrem Leben? Nein! Fuck die Henne! Komm! Und let's go!
Schnell, schnell, schnell. Ja, wir müssen es schaffen. Wir haben noch einen Bausparvertrag. Was? Yay! Los, schnell! Das schaffen wir doch locker! Locker! Los! Los! Dankeschön! Yay! Geschafft! Cool! Das Ganze für immerhin 6-mal Neon Cat, Dings da oben, ne? Das ist doch ganz geil. Hat sich ja echt voll gelohnt jetzt hier. Und der Inventar ist einfach voll. Nice! Rainbow, 50 Stück, das ist doch krass geil, korrekt, ey, boy. Komm. Bonn, jetzt kack mal wieder ab hier. Was? Hä? Warum kann man mit der Hacke nicht das Ding... Aber du bist ohne Hacke genauso schnell wie mit Hacke. Das ist dezent dumm. Das Wasser nicht nachkommen? Wo bleibt das Wasser, sag mal? Ist auch egal. Wahrscheinlich habe ich irgendwo einen Leiter vergessen und die blockiert das gesamte Wasser. So. Gut, der Streckenabschnitt hier kann beleuchtet bleiben. Die paar Fackeln drauf geschissen. Können wir hier später noch weiterbauen und weiß nicht, irgendwie was machen, irgendwas Sinnvolles. Aber wir hätten tatsächlich, wenn wir die Richtung weitergebaut hätten, wirklich komplett das Wasser untergraben. Wir wären einfach wieder irgendwann auf festes Land oder wie war das schon? In Richtung festes Land. Das wäre typisch, Ronny. Das wäre typisch. Weißt du, entweder mache ich das richtig falsch oder richtig falsch. Aber richtig, richtig ist irgendwie nicht drin. Ist nicht so mein Ding so. Ist nicht so mein Lifestyle, weißt du? Licht! Oh mein Gott, die Sonne! Let's go! Let's go! Vor allem, wir haben jetzt auch wieder während der gesamten Kacke hier gerade zwar Kupfer gefunden und zwar reichlich, wie viel eigentlich? Naja, okay, 20 immerhin, aber halt nicht einen einzigen Block Eisen. Nicht ein! Obwohl wir halt schon unter 0 waren. Ne, weil Wasser ist ja 0. Das heißt, wir waren unter 0 und haben trotzdem kein Eisen gefunden. Was zur Hölle? Einfach was zur Hölle. Also ich glaube mal, irgendwann mal werde ich die Welt einfach mal hier doch mal mit X-Ray begutachten und gucken, ob überhaupt irgendwelche Mineralien im Boden sind. Oder ob das nicht so eine komplette Demo-Welt hier ist, wo einfach gar nichts ist. Außer da garantiert sind denn hier im Boden überall so Schilder, bitte kaufen Sie die Vollversion oder sowas. Keine Ahnung. Ist doch nicht wahr. Ist doch Betrug. Betrug ist das. Ich glaube, da werden nächste Folge erstmal ein bisschen rumspielen. Zum einen wollte ich euch ja noch was zeigen. Eigentlich schon diese Folge, aber die ist jetzt schon wieder fast vorbei. Und dann gucken wir mal uns die Welt hier mal ein bisschen mit X-Ray an. Das geht ja mal gar nicht, ey. Ist ja. Kann mir echt nicht vorstellen, dass das Ganze hier. Also, ja, mittlerweile eigentlich schon. So schlimm ist das, so schlimm. Tschüss, so schöne Welt. Ich schwimme wieder nach Hause. Hab keinen Bock mehr. So, da sind wir. Sehr geil. Wir brauchen hier übrigens noch so ein Bootanlege an dicksten Monsterplatz. Oder ich fahre einfach gegen. Bumm, fertig. Yay! So, vorbei. Schiffe können wir ja mitnehmen.
Ach so, ja. Danke. Wir sind ja hart über Limit. Tit. So, was habe ich hier drin? Hier haben wir sogar auch Holz. Sehr schön. Packe ich mal das hier rein. Nee, das kommt nach oben. Wie geht das mal nach oben? Gucken, ob wir oben reinlagern können und dann gucken wir mal weiter. So. Treppen haben wir hier noch gar keine, ne? Dann packe ich Treppen einfach mal. Da so rein. So. Okay. So, wir haben, was ist das hier? Du bist Bronze. Okay. Das heißt Kupferbarren, also Kupfer haben wir noch nichts. Dann kommst du mal. Du kommst nach da, du kommst nach da, beziehungsweise. Wie hätte ich das denn gerne? Aber wenn hier Bronze ist. Bronze mache ich mal nach da. Dann kommt Kupfer nach da. Ah, dann haben wir hier quasi Kupfer und Zinn, daraus machen wir Bronze. Und dann haben wir hier Eisen, Gold und die ganze andere Schmuckzeug. Ja, Eisen haben wir keins bekommen, danke dafür. Und du kommst mal nach... Erstmal nach da. So, mal überlegen, wir haben Stöcker, wir haben Steine. Oh, der ist voll. Ja, leck um mir. Wir haben definitiv zu viele Steine. Hä, hey, warum bin ich ein paar? Nani? Guck mal, die vier Dinger fehlen hier gerade. Tut das Not, dass das so ist, oder, hä? Warum denn das? Kann das sein, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 32. Hä? Ja, Eve ist eigentlich 9, das ist doch normalerweise 8, oder? Ja, genau, das sind hier 8 Felder. Warum hat er hier 9? Guck mal, hier ist ein Feld zu viel. Okay, 9 müssten es ja eigentlich nur bei meinem Klon sein. Da ist der 9 mal 4. Warum habe ich hier jetzt einen 9? Kann es sein, dass die, dass diese Mod irgendwie denkt, dass das hier mein Klon ist und nicht mein Test? Aber normalerweise ist die Mod unter beidem lauffähig. Na, ist ja auch egal. Ist es halt so. Hauptsache wird alles abgebildet. So, okay, der Rest kommt hier rein. Das heißt zum Beispiel du und 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 du. So, passt, yay. Erstmal schlafen legen, geht nicht, schade. Bed Spawn Point Set. Nice. Das gefällt mir. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal an der Stelle hier mit der Aufnahme Feierabend. Bitte komplett raus, Dankeschön. Ja, nächste Folge zeige ich euch dann mal so ein bisschen, ne, und dann besuchen wir die Welt mal ein bisschen mit X-Ray und dann, mal gucken, nächste Folge, also die übernächste Folge für euch, die ich dann wahrscheinlich dann noch erst morgen aufnehmen werde, weil es ist schon wieder verdammt warm hier gerade im Zimmer. Mache ich dann wieder, mache ich dann tatsächlich mal ein bisschen Isabel-Server. Ja. Bis dann.